Ja, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat, aber ich war echt behindert. Ich war echt behindert. Mein Zimmer war belegt. Mein Computer war kaputt. Meine Accounts wurden gehackt. Bin nicht dazu gekommen, es tut mir leid. Aber jetzt ist es soweit. Wir machen den Abschluss, die Abschlussrechnung für unser Hartz-IV-Experiment mit 105 Euro am Tag und drei Personen. Ich möchte es nochmal betonen. Ich mache 15 Euro am Tag für drei Personen Hartz IV. Und ich finde es erstaunlich. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass, obwohl ich das ja sogar mit Quittungen beweise, was ich eingekauft habe, dass ich hier der Lüge bezichtigt werde. Und dass man mir sagt, das wäre alles eine Milchmädchenrechnung. Das kann alles gar nicht sein. Und dieses Totschlagargument gegen Hartz IV. Was ist denn, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Leute, wenn die Waschmaschine kaputt geht, habt ihr Pech gehabt. Wenn ihr euch dann von eurem Geld nichts zurückgelegt habt, es gibt für 250 Euro Waschmaschinen. Aber wir können doch nicht so, doch kann man. Kann man. Man kann das wirklich auch mit Hartz IV jeden Monat 20 Euro zurücklegen. In 10 Monaten hättet ihr dann eine neue Waschmaschine. Wenn man das vorsorglich macht, ist es egal, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Außerdem gibt es sogenannte Sozialkaufhäuser, wo man auch für 60, 80 Euro eine gebrauchte Waschmaschine bekommt. Dieses Totschlagargument lasse ich einfach nicht gelten. Was ist denn, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Dann geht sie halt kaputt. Das, was ich hier zeige, sind reine Lebensmittelkosten und auch mal ein Shampoo. Oder mal ein Einwegrasierer. Oder auch mal ein Toilettenpapier. Das muss halt alles mit drin sein. Das muss man halt alles reinkalkulieren. Ich verstehe nicht, dass man mich hier kritisiert, obwohl ich alles beweise und nachlege. Es ist absolut möglich, in Deutschland mit Hartz IV auszukommen. Es ist absolut möglich. Und ich habe es in vielen Videos schon gesagt, dieses Hartz-IVer sind scheu, arbeitsscheu und arbeitsfaul und liegen dem Staat auf der Tasche. Auch du, wenn du arbeitslos wirst, bekommst nach einem Jahr Hartz IV. Auch du. Und du und du und du und du und du auch. Ihr ganzen Meckerköpfe, wenn ihr arbeitslos werdet, aus welchem Grund auch immer, nach einem Jahr sitzt ihr auf dem Jobcenter und habt Hartz IV. So, ich will mich ja nicht aufregen. Frühen Morgen. Ist ja nicht gut für meinen Blutdruck. So, wir machen weiter. Die letzten Tage waren ereignisreich. Ich war noch dreimal einkaufen. Das Gesamtergebnis sage ich euch übrigens am Schluss. Ich war noch dreimal einkaufen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Das ist unser nächster Einkauf. Wie ihr seht, durchaus auch ab und zu mal ein bisschen Convenience-Zeug. Ja? Ich habe hier die Bohnen zum Beispiel, da machen wir Bohnensalat raus und auch mal Pilze im Glas, die wir auf eine Pizza machen zum Beispiel. Diese TK-Produkte wie die Blumenkohlröschen und unten das Buttergemüse, nicht alles, was man aus dem TK nimmt, ist schlecht. Muss man einfach so sagen. Nicht alles, was man aus dem TK nimmt, ist schlecht. Das ist wirklich frisches Zeug. Das wird direkt nach der Ernte eingefroren und das kann man wirklich als Frischware bezeichnen. TK-Ware ist nicht schlecht. Das sind keine Fertigprodukte, sondern das sind Blumenkohlröschen und da ist dieses Buttergemüse. Da ist ja so ein Packen drin mit so Soßenzeug. Das schmeiße ich weg. Ich nehm nur das Gemüse. Dann schöne, das ist übrigens aus dem Aldi. Schöne, leckere Convenience-Käsebrötchen. Frische Zwiebeln. Übrigens, Bio-Olivenöl war günstiger wie das andere Öl. 6,09 Euro. Warte mal, 6 Euro, ne? Bevor ich jetzt was Falsches sage. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Ist es doch. 4,99 € auf 57 Milliliter. Das war günstiger wie das andere, was da stand. Dann habe ich das. Achso, ich kann es euch ja zeigen. Da. Fällt mir gerade ein. Ja, das waren jetzt nochmal 26 Euro. Das, was da drin liegt, Wahnsinn eigentlich, Wahnsinn. Ne?
Unten ist Knoblauch übrigens, ja, falls wieder heißt, mit Hartz IV kann man doch nicht frisch kochen. Das geht doch gar nicht. Wie soll man denn mit Hartz IV sich gesund ernähren? Das ist doch völlig unmöglich. Ich habe locker 10 solcher Kommentare gelöscht. Locker. Ich will die nicht veröffentlichen. Ich will nicht, dass unter meinen Videos rumgeflamed wird. Ich will das nicht. Schön, du hast geschrieben, danke, gelöscht, weg. Ja? Also hier sind schon mal zwei Sachen drin, die frisch sind, nämlich Zwiebeln und Knoblauch. Und beim letzten Mal, wisst ihr ja noch, habe ich ja auch ziemlich frisch gekauft. So, das war der eine Tag. Am nächsten Tag, und zwar das war der, dann lass mich lügen, steht ihr irgendwo dort. Ist ja auch egal. Obwohl, das wollt ihr ja immer alle wissen, ne? Steht das Datum noch da? Ich habe es doch hier in der Hand. Der 22.09. Am 24.09. war ich wieder einkaufen. Ja, und da sind frische Eier. Die Margarine ist uns ausgegangen. Dann hat die Franzi mag dieses, ist ein Convenience-Produkt. Diese Salatsoße mag die Franzi. Ich mag die nicht. Ich mache meine Salatsoße selber. Aber meine selber gemachte mag die Franzi nicht. Deswegen kaufe ich für die Franzi diese Salatsoße. Was kosten die? 1 Euro kostet es da. Für 250, also der Liter kostet 4 Euro, ist viel zu teuer. Ich mache mir die lieber selber. Dann habe ich Sahne, ich habe immer Sahne. Einen neuen Senf habe ich gebraucht, ein bisschen was zum Knabbern für sonntags auf der Couch. Natürlich Eier und Mehl ist ganz schön teuer geworden. 90 Cent kostet es inzwischen. Manchmal kriegt man es auch für weniger. Für 49 Cent habe ich schon gesehen. Ja, und Fassbrause. Also du siehst, man kann sich auch was gönnen. Es ist nicht so, dass man sich nicht was gönnen kann. Wir liegen immer noch im Limit. Ja, wir liegen immer am dritten Tag einkaufen oder am vierten, liegen wir immer noch im Limit. Ja, das ist. Und da kaufe ich mir eine Fassbrause. Und ich weiß, ich habe es in den anderen beiden Videos auch schon betont. Denkt bitte dran, ich kaufe für 3 Personen ein. Für 3. Ja, so. Das war der 24.09. 21,19 Euro. Wenn man sich das überlegt, dann sind 40 Mark. Nee, darf man ja nicht sagen. Hier haben wir ein bisschen Joghurtrams gekauft und dann hier ein bisschen was zum Naschen. Man braucht auch was zum Naschen. Man muss sich einfach auch was gönnen. Und diese fertig, jetzt meckert mich wahrscheinlich. Ist egal, aber ich mag die Dinger halt. Da ist ruckzuck die Salatsoße angerührt. Ja, die pimpt man ein bisschen Senf rein, noch kein Essig, ein bisschen Senf rein, einen Schuss Maggi rein, ein bisschen Kräuter noch rein, eine halbe Stunde stehen lassen, dann schmecken die super. So, fertig. Ich muss mich ja nicht rechtfertigen, dass ich fertige Salatsoße kaufe. So, dann waren wir nochmal einkaufen und diesmal, wie ihr auch seht, Kartoffeln und Radieschen, frische Champignons. Also damit möchte ich auch das Argument, man kann sich nicht gesund ernähren, das ist vollkommener Quatsch. Man kann sich durchaus gesund ernähren. Ich will das Ding ganz zeigen. Komm her. So. Ihr seht es hier. Ja, geh weg. So. Wir haben hier frische Champignons, Kartoffeln, nicht die im Glas, die fertigen Kartoffeln im Glas. Ich finde die so pervers. Kartoffeln im Glas sind so pervers. Und Radieschen. Und wir gönnen uns auch wieder was. Wir gönnen uns Schokolade, die war im Angebot vom Aldi, die ist super lecker. Das ist diese Carré-Filet oder wie die heißt. Und wir gönnen uns ein Mineralwasser. Und gekostet hat das alles, was da drin ist, nochmal 15,55 Euro. Hier haben wir noch Würstchen und einen Joghurt. Das ist jetzt so Zitrone, Buttermilch, saulecker. Und ein Crème fraîche haben wir noch. Und ein Frischkäseaufschnitt, der auch recht teuer ist. Dieser Frischkäseaufschnitt kostet, glaube ich, das Doppelte, als wenn du den nicht so aufgepusht nimmst. Einfach eher Kräfekräuter, 1 Euro kostet er. Einfach um zu zeigen, Leute, es geht. Es geht. Ich habe hier jetzt noch eine Quittung, wo ich nichts gemacht habe, weil die Franziska isst wahnsinnig gerne Pelmenis. Und habe hier noch für 6 Euro Pelmenis. Und um das ganze Experiment jetzt abzuschließen, das war letzte Woche, ja, von Montag bis Freitag. Das war letzte Woche von Montag bis Freitag. Das waren insgesamt 94 Euro. Ich hätte also sogar noch 9 Euro übrig gehabt. 105 hätte ich ausgeben dürfen für die ganze Woche. Das waren insgesamt 94 Euro.
Und ihr habt, ich meine, wie oft soll man es denn noch zeigen, was man alles kaufen kann für diese 94 Euro, für 105 Euro. Ja. Sind wirklich auch Dinge dabei, die man... ich verstehe das ganze Gejammer nicht. Es ist wirklich, wirklich möglich. Und Leute, hört auf, mir zu unterstellen, dass das alles gefaked ist. Ich meine, was soll ich denn noch beweisen? Was soll ich denn... Wollt ihr herkommen und eine Woche mit mir leben? Oh nee, das sage ich besser nicht. Da gibt's welche, die würden das tun. Gell, Umbi? Gell, Umbi? Ja. Ja, meine Frau schlägt mich, wenn ich hier Hedley Nauden einquartiere. Es ist möglich, Freunde der Nacht. Ja, es ist möglich. Wo ist eigentlich der Hintergrund? Hier. Warum ist der nicht ganz? Transformieren? An Bildschirm anpassen. Zack, nee, passt doch. Ja, es ist durchaus möglich. Ich habe jetzt die Woche 94 Euro ausgegeben. Hätte also noch 10 Euro übrig, um am Sonntag noch 2 Stück Kuchen zu holen oder 3. Die werden ja auch immer teurer. Da kostet ein Stück jetzt auch schon 2,80 Euro. Ja, von daher... Das war mein zweites Hartz-IV-Experiment. Übrigens, beim ersten Experiment, das ich schon vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gemacht habe, wurde ich genauso zugeflamed. Ganz genauso. Kann alles gar nicht sein und du mogelst doch und das kann doch nicht stimmen. Leute, mehr... Alter Schwede, ey. Oh, schöne Woche, heute ist Dienstag. Schöne Woche noch für euch, hätte ich fast vergessen. Hashtag... Wir machen heute Hashtag Hartz IV, dass möglichst viele dieses Video sehen, vor allen Dingen die Kritisierer, dass man sich mit Hartz IV nicht gesund ernähren kann. Ja, deswegen, gehabt euch wohl.